Du bist schon Stufe 4 geworden. Wahrscheinlich warst du schon kurz vor Stufe 4 und hast durchs Arbeiten Stufe 4 erreicht. Du müsstest jetzt gleich Stufe 3 erreichen. Schon cool, die brauchen nicht sonderlich viel Erfahrung auf den ersten Stufen. Ich glaube, das meiste brauchen die Militärzwerge eher. Da müssen wir zumachen, da müssen wir zumachen und hier müssen wir dann zumachen. Hier ist noch Eisen, das gibt's doch nicht. Und Turmalin und schlag mich tot. Achso, das ist der Turmalinblock da drüben. Ja gut. Den wollten wir eh tiefer setzen, dann mach den mal weg. Dann stelle ich euch mal hier noch eine Leiter hin. So, da wir jetzt mehr als genug Stein haben. Oh ja, hier stimmt. Hier wollte ich ja wenigstens eins nach hinten gehen, dass ich hier meine Steinschränke und so platzieren kann. Weil wir haben ja jetzt genug Stein erstmal, dass ich so einen platzieren könnte. Oh, puh, wo platziere ich den fürs Erste? Ah, hier in der Ecke steht er nicht im Weg. So, wieder zwei Punkte. Wir gehen jetzt auf bessere Spitzhacken erstmal. Und auch auf den Plattenpanzer gleich. Da ist sogar noch Gold unten. Und wenn wir gleich schon mal dabei sind, können wir auch den hier noch bauen, dass wir auf eine gerade Lagerzahl kommen. Auch wenn das 50 jetzt nicht so viel ausmacht, aber ich hätte gerne gerade Lagerzahl. Und hier ist noch mehr Zeug hier drunter. Wer hätte das gedacht? Na, das Loch da zuzustopfen, das könnte in Arbeit ausarten. Nebenbei Löcher zustopfen. Das Loch zu und das Loch zu. So, jetzt haben wir schon mal gleich 1000 Lagerkapazität, was schon mal nicht schlecht ist. Wir können ja mal ein paar Zierpflanzen aufstellen für die Dekoration. Hier und... Nein, hier nicht. Hier auch nicht. Dann stellen wir hier noch eine auf. Wenn ich dich drehe und so hinstelle, können wir hier in den Ecken auch noch Sachen platzieren. Wie zum Beispiel ein Werkzeugfass oder ein Wascheimer oder eine Badewanne. Wascheimer bringt halt nicht viel. Trophäe würde was bringen. Deswegen eine Trophäe. Und hier in die Ecke können wir mal vorläufig eine Rüstungsstatue stellen. So, die beiden pennen natürlich mal wieder. Also ja, das Loch hier füllen, das wird viel Holz kosten.
Es wird aber wichtig sein, dass die Gegner, falls sie sich porten, sich nicht direkt in unseren Thronsaal reinporten. Gerade den Block müsste ich sofort zumachen. Dahinter ist nochmal Silber. Warum? Und da ist auch Silber. Ach so, das macht immer das Geräusch. Da sind ja Fackeln an den Wänden. Achso, du buddelst da unten den Stein aus. Gut. Er pennt an seinem Arbeitstisch. Ist dann halt etwas doof, wenn die Forscher hier unten immer nach da hinten laufen müssen, wenn sie an ihre Nahrung ran wollen und an ihre Betten. Vielleicht stelle ich den Forschern hier extra Betten und einen Esstisch zur Verfügung später. Nee, jetzt, oder? Ja, da bin ich irgendwie gierig gerade. Die beiden sind hier am Buddeln. Ich kann schon mal einen neuen Zwerg rufen. Kann das hier nach hier verschieben. Die beiden Sachen erstmal so hin verschieben. Und dann später. Oh ne, dich stecke ich mal so hin. Und du kommst so hin. Was haben wir eigentlich noch so an Schränken und so? Naja, ich könnte dann noch so eine Stahltruhe hier aufstellen, erstmal so in den Eingangsbereich. So nach dem Motto, alle Zwerge sind willkommen. So, dich mal darüber. Dann kann nämlich der Goldblock da noch ausgebuddelt werden. Die haben mal wieder müde. Ja, gut. Ich stelle mal von dem Eisen, das wir haben, hier zwei Übungspuppen auf, dass er hier trainieren kann. Und wenn unser Jungzwerg auch so Level 5 erreicht hat, dann... Oder Level 4, dann machen wir ihn auch mal zu einem Soldatenzwerg. Dann können die beiden hier trainieren. Ja, ein Schlag sind 45. Das heißt, wenn er zweimal getroffen hat, hat er schon das nächste Level erreicht. Das ist schon mal Level 3. Ernsthaft, wie groß ist denn das Loch hier? Die Silberader hier. Ich finde es schön, dass wir sie haben, aber das nachher alles aufzufüllen wird ein Haufen Arbeit. Lustig, wie man hier so durchgucken kann nach unten. Durch die Erde durch. Naja, das hier aufzufüllen wird
Unschön. Ich müsste eigentlich auf jeden Fall den Block auffüllen, aber ich kann da erstmal eine Brücke draufsetzen. Ja, hier, wir brauchen hier allein schon 1800 Holz, um das hier aufzufüllen. Und wir müssen das auffüllen, weil sonst kracht hier alles nach unten. Super. So wie er gleich nach unten kracht. Ja. Gut, wir haben ihn aufgefangen. Dann kannst du dich gleich schon mal eins nach vorne graben. So, dann stellen wir hier schon mal die Leiter auf. So, ist etwas blöd gelaufen. Aber wir können schon mal anfangen. Hier zwei Blöcke. Mache ich erstmal hier zu, bevor ich mich hier unten drum kümmere. Weil hier haben wir nachher einiges zuzumachen. Oh. Du steckst da hinten wieder mal fest. Und da ist auch wieder eine kleine Silberader. Warum machen die nur so was mit mir? Okay, du siehst schon ziemlich gut trainiert aus. Das heißt, wir können dich auch gleich schon mal ausbauen. Dann können wir beide trainieren. So. Du holst ihn vielleicht relativ fix ein. Ja. Gut, er trainiert weiter. Hier sind schon mal die ersten beiden Holzblöcke gesetzt. So, wo packe ich den Thron am besten mal dahin. Die beiden Feuerstellen mal so eine Weile dahin. Noch ein Punkt, dann können wir die Spitzhacken verbessern. Da ist der Punkt auch schon. So. Immer auch auf unsere Zufriedenheit achten. Und immer wenn ich so bei 300 bin, kann ich einen Block setzen, weil dann habe ich genug, um die Karotten wieder zu erneuern. Wobei ich irgendwann mal auf die Radieschen umsteigen müsste. Jo. Man sieht, das sieht furchtbar aus hier. Falsche Art von Boden. Also, so Thronsaal sieht gerade wirklich löcherig aus. Das will ich damit sagen.